Wie bereits in einem vergangenen Video erwähnt, ist die Frage nach gut oder schlecht schwer zu beantworten. Diese Frage ist aber sehr wichtig, da eine konsequent geführte Diskussion zwischen zwei logischen Menschen darauf hinausläuft, wenn die Meinungsverschiedenheit nicht logisch zu lösen ist. In einem solchen Fall haben sich die Diskussionsteilnehmer für eine zu unterschiedliche Moral entschieden und die Diskussion kommt meist mit der Einsicht, dass man sich nicht mehr einig wird, zum Erliegen. Wie im Vorangegangenen bereits anklingt, ist die Moral eine logikbefreite, subjektive, aber unausweichliche Wahl. Eine Moral kann auch nicht gut oder schlecht sein, da die Einordnung eine Moral erfordert. Wenn es beispielsweise jemandes Moral ist, alle Juden auszulöschen, dann kann das nicht objektiv schlecht sein. Es kann lediglich in einem sehr starken Konflikt mit meiner eigenen subjektiven Moral stehen. In diesem Video möchte ich einen Vorschlag für eine Moral vorstellen und euch gleichzeitig davon überzeugen, dass die Zeit mir unabhängig von eurer Meinung recht geben wird. Zunächst einige Eigenschaften, die meine Moral haben soll. Sie sollte transparent konstruiert, allgemein anwendbar und möglichst einfach sein. Darüber hinaus soll sie meinen präexistierenden Einteilungen in Gut und Böse nicht zu stark widersprechen. Um die Einfachheit zu erfüllen, wähle ich ein einziges Axiom, welches mir persönlich am wichtigsten ist und meine gesamte Moral zusammenfasst. Die Menschheit soll existieren. Daraus lassen sich viele meiner grundlegenden Meinungen direkt ableiten. Menschen töten ist schlecht, da es die Menschheit näher an die Nicht-Existenz bringt. Die Besiedlung des weiteren Sonnensystems ist gut, da es die Existenzwahrscheinlichkeit der Menschheit nach Katastrophen von planetaren Ausmaßen erhöht. Selbstmord ist schlecht, da es die Menschheit näher an die Nicht-Existenz bringt. Kinder kriegen ist gut, da es die Menschheit weiter von der Nicht-Existenz entfernt. Beim Begründen solcher Ableitungen muss allerdings vorsichtig vorgegangen werden. So lässt sich argumentieren, dass Vergewaltigungen zu Kindern führen und damit gut sind. Ich würde allerdings behaupten, dass Vergewaltigungen mit einer zu hohen Wahrscheinlichkeit durch ihre psychischen Konsequenzen zu Dingen wie Amokläufen und anderen stark negativen Resultaten führen, die den positiven Wert eines neuen Kindes weit überwiegen. Warum ist die von mir gewählte Moral nun ultimativ? Weil die menschliche Moral sich ihr stets annähern wird und sie somit die letztendliche, terminale oder auch ultimative Moral ist. Dies lässt sich als evolutionärer Prozess betrachten, in dem die Moral überlebt, welche ihren Trägern die besten Voraussetzungen zum Überleben gibt und jede Moral durch beispielsweise Missverständnisse langsam mutiert. Da die Existenz ihrer Träger das Axiom meiner Moral ist, ist sie zwingend immer am besten dafür geeignet und wird sich, ob nun durch mich oder nicht, irgendwann durchsetzen. Im Rückblick auf die Ziele sind besonders Transparenz und allgemeine Anwendbarkeit gut erfüllt. Beispielsweise der Utilitarismus, welchen ich als abgeleitete Teilmenge meiner Moral betrachte, ist aber wesentlich leichter anzuwenden.